Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Orson 2 Kappa Mode. So, zwischen den Folgen habe ich einiges gemacht. Erst einmal, ich habe hier ein wenig mit Verzauberung gearbeitet. Und zwar für die hier, Reaper 5. Wir brauchen auf jeden Fall Reaper noch. Halt, alleine schon, wenn wir überlegen. Wir haben jetzt 4 Raven Draconium und wir brauchen noch so ein paar Dragonhearts, ne? Für weiteres Awakened Draconium, weil wir wollen nicht bei diesen 4 Blöcken bleiben für unsere Nether Stars. Und alleine schon, wenn man jetzt mal hier schaut, Extreme Crafting braucht alleine schon Infinity Catalyst ein Awakened Draconium. Ja, und ich glaube, ja genau, hier brauchen wir auch noch jede Menge. So, dann habe ich noch Sharpness 5 Bücher gemacht. Die können wir easy herstellen. Dann habe ich hier drüben eine riesige Fläche gemacht. Da sind auch schon wieder ein paar Mobs gespawnt, aber leider noch Schafe. Schau mal auf die Minimap, das sieht immer voll geil aus, wenn diese wegfliegen. Oh, gerade ist anscheinend Regen. Und wir haben 2 Mobs und eine Sheep Trophy. So, ich bin halt hier am gucken, dass wir hier weitere Kühe kriegen. Die Mukos, die Mooflood Cows. Weil unsere Aerophium-Produktion lässt zu wünschen übrig. Ich habe jetzt wieder 5000 gebaut. Aber wir werden da noch jede Menge brauchen. So, dann habe ich auch noch anfangs das ein bisschen abgrenzt, um Mobs zu farmen. So. Ich habe jetzt hier eine Mobsoul von einem Villager. Wie habe ich die bekommen? Ich habe Gott verdammt gewartet, bis Zombie-Villager kommen, die dann immer wieder geheilt. Wenn ich weiß, wie das geht mit einer Potion of Weakness und einem Golden Apple. Ich meine, es gibt aber auch eine Syringe. Hier die Dezombification Syringe. Das ist halt mit einem goldenen Apfel. Und ein bisschen Plastik und Eisen. Wer das so machen möchte, kann es machen. Ich habe es jetzt über die Potions gemacht. Weil, naja, ich bin ehrlich, ich habe vergessen, dass es die auch noch gibt. Auf jeden Fall. Wir werden einiges machen. Wir werden gucken, dass wir wieder eine Mobfarm aufbauen. Dafür brauchen wir aber Draconic Cores, die ich jetzt auch einmal einspeichern werde, weil ich glaube, das ist ein Rezept, das wir schon eher brauchen können. Okay, wir brauchen noch das Rezept für die Blue Gems. So, dann machen wir einmal so. Ich bin überlegen, da, ob es sich jetzt lohnen würde. Über einen Crusher kriegen wir 2. Ich mache das jetzt einmal so. Im Rezept. So. Hier, ich müsste mal die Interface umbenennen. Wenn man den Interface umbenennt, dann steht da auch zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Interface Furnace nennen, dann steht auch im Interface Terminal Furnace. So, das war mir jetzt aber einmal wichtig, dass wir das haben. So, dann einmal 2 Draconic Cores. Sehr schön. Dann begeben wir uns einmal in den Nether, weil wir brauchen Spawner. Und wie kriegen wir jetzt am besten Spawner? Ich würde mal ganz klar sagen, über den Nether. Weil, naja, Overworld, naja. So, mal ganz kurz gucken. Die Nether-Festung weist nur geradeaus. Halt, hier haben wir noch den Vorteil, dass wir noch die Base-Spawner haben. Über die Nether-Festungen. Es gibt einmal noch die Beschreibung über den Erebus, aber da bin ich mir nicht wirklich sicher, ob die Spawner funktionieren, weil die andere Texturen haben. Ne, die haben andere Texturen.
Ezra habe ich bisher keinen einzigen Spawner gesehen, deswegen, naja, lassen wir das Thema mal. Und der Mining World, naja, da würden wir uns den Arsch absuchen. Deswegen lassen wir das auch mal sein. Hier weiß ich, es gibt Safety Spawner. Man muss sie nur noch finden. Aber das ist ja eher nicht das Thema, da haben wir nämlich schon einen und den zweiten auch. Sehr schön. Ein Stabilized Spawner. Alter. Die erlauben sich auch heutzutage alles. Guten Tag, ich möchte mal Ihren Zuhause mitnehmen. Wow, ich habe jetzt Into Fire bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Gut, machen wir den schnellen Weg zurück. Habe ich mir dann jetzt aber gerade gegönnt. So, dann bräuchten wir ein Rezept für. Oder braucht man dafür ein Rezept? Ich glaube sogar nicht. Und ich habe wieder meine Karotten weggeworfen. Die brauche ich noch. So, das hier, das Draconium Infused Obsidian. Da mache ich mir mal drei Stacks von. Und nehme ein bisschen Quarz mit. Weil wir werden jetzt eine Mob-Spawn-Kammer aufbauen. Wofür eine Mob-Spawn-Kammer? Für unsere Mob-Souls. So, ich würde da gerne 11x11-Kammer machen. 4, also 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, und das können wir dann jetzt einfach nochmal durchziehen. Wow, der braucht dabei Schlange. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 3, 4, 5, 6, 7. Nee. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir einmal so. Dann hier einen Quarzring. Das wollen wir auch ein bisschen groß aufbauen. Wieso bauen wir jetzt eigentlich einen Spawner auf? Komm ich gleich zu. Wer sich ein bisschen mit Project Ozone 2 auskennt und das auch schon gespielt hat, der glaube ich weiß, warum ich ausgerechnet Villager machen möchte. Ah ja, ich habe mir auch noch hier so einen den größten Bilderswand mal gegönnt. So, das sollte reichen. So, dann machen wir die beiden weg. Zack, zack. So, dann. Das ist scheißegal, dass jetzt hier Monster spawnen können. Wir haben immer noch unsere Magnum-Torch, die uns davor beschützt. Und das wird auch nicht lange so halten. Ich mache jetzt sogar auch noch mal eins hoch. Und dann bereite ich alles für den Deckel vor. Ja gut, so wie das halt geht. Okay. Dann F7 kann ich ja wieder ausmachen. Brauchen wir einen Charm of Dislocation? Und wir brauchen, wo haben wir hier? Einen Dislocator Receptacle. Da braucht man Draconic Core noch. Einen. Sehr schön.
Und dann brauchen wir Spikes. 9 Stück und ich nehme genau 8 raus. Das ist sehr gut. Wir brauchen jetzt Spikes. Wir hauen hier unsere Sharpness-Bücher drauf. Und unsere Reaper. Das kann ich mal wegtun. Den kann ich mal wegtun. 11 hatte ich, also brauche ich noch eins. Ah, stimmt, da war ja was. Die muss ich einzeln machen. Fast 19 Level. Also gut, es ist nicht so, dass wir Level dringend Mengen brauchen. Machen wir einfach mal gerade so. So kann ich mir das ein bisschen vereinfachen. Die stacken sich jetzt nicht, ne? Genau. Ich mache da Nummer 20. Reaper. Oh Gott, das wird jetzt ein bisschen Fimmelsarbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so lange dauern wird. Machen wir erstmal die Sharpness weiter. Machen wir mal so. Reaper. Sharpness. So, dann, wie viel brauchen die jetzt? 24, okay. Eins, zwei, drei, vier. So und so. Einer ist fertig. Ich bin noch momentan noch zu Hause am Schauen. Es gut halt Dragon Ball. Schaue ich mir momentan Dragon Ball Super an. Und ich kann nur sagen, eine super Fortsetzung. Kann ich echt nur noch sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also wer die vorherigen Teile, also Dragon Ball Z oder so geschaut hat, kann schon weiterempfehlen, schaut weiter. Wobei ich glaube, dass so ziemlich jeder, der Dragon Ball geschaut hat, jetzt auch Dragon Ball Super schaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, besonders die letzte Folge. Also bei mir ist jetzt heute Samstag, bei mir ist wirklich noch die letzte Folge, die Special-Folge da gewesen, diese 1-Stunden-Folgen. Ui, das war ein Anvil. Komm. Block of Dark Steel. Zack. Können wir uns einen Dark Steel Anvil? Der hält wenigstens ein bisschen länger. So. Reaper. Sharpness. Oh, weil die jetzt andersrum sind. Ja, super. Oh, naja. Ansonsten bin ich auch schon am Überlegen, weil wir uns ja auch schon irgendwie dem Ende vom Project Ozone 2 nähern. War ich am Überlegen, wie können wir das Ganze fortführen? Das ganze Pack. Beziehungsweise das ganze LP. So, ich werde jetzt hier erst einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1, 2. Nehmen wir auch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir hier weiter. So, dann der lustigste Teil. Dann hier den Dislocator Receptacle. Und Blum. Und wenn wir jetzt hier sehen, wir haben jetzt hier ein Feld. Wenn wir jetzt da reinhüpfen, landen wir genau auf den Spikes.
Wieso will ich jetzt aber noch ein bisschen größer haben? Ganz einfach. Das Problem ist hierbei, wenn wir werden Slimes für Mob Souls und also generell für die Mob Souls zum Craften und sowas. Und Villager für ein bestimmtes Rezept verwenden. Und dann werden wir Conveyor Belts brauchen, weil die Slimes werden aufplatzen. Das ist ja wohl etwas, was klar ist. So. Jetzt habe ich. Ja, okay, ich kann eigentlich einen Fehler machen, aber trotzdem, es sollte nicht passieren. Na komm. Wieso sollte ich jetzt keinen Fehler machen? Naja. Es gibt aber zum Glück dann den Befehl Warned. Ups. So, 2, 3, 4, 5. So. Halt, weil die aufplatzen werden, möchte ich da so ein bisschen Puffer machen. Damit das nicht so komplett eskaliert. Dass ich dann hier irgendwie so 10.000 Slimes noch rumhuppeln habe. Darauf habe ich irgendwie keinen Bock. 5. Ich frage mich so gerade, wie wir das am besten dann machen, dass wir die separieren. Aber ich glaube, da habe ich mir schon was überlegt. Ich werde sogar, glaube ich, echt jetzt paranoid sein. Und vorsichtshalber eine Deep Storage Unit dafür aufbauen. Wieso will ich jetzt eine Deep Storage Units für Mob Souls aufbauen? Auch da wieder der berühmte Satz: Ich habe die Angst, dass das Ganze eskalieren wird. Weil wir werden verdammt viele Mob Souls brauchen. Oder ich bin gerade am Überlegen. Ich weiß, wie wir das machen. Ja. Ich habe da eine bessere Idee. Da braucht man keine Deep Storage Unit für verschwenden. Bei. Wir können erstmal Drawer machen. Wir machen jetzt erstmal Drawer. So. Zack. So. Sehr schön. Machen wir dann hier weiter. Hauptsache, die ganzen Mobs haben keine Chance zu entkommen. Und wenn wir dann hier fertig sind mit dem Bauen und ich die Mob Souls in die Spawner reinsetze und die ganze andere Soße, wir können ja noch upgraden. Oh, ein Stack hat echt nicht gereicht. Werde ich auch zu dem zeigen, wieso wir so viele Mob Souls brauchen. Besonders von den Villagern. So, Conveyor Belts, nehme ich mal 2 Stacks mit, das sollte dann reichen. Und ich kann mir dann schon mal die Souls mitnehmen. Und zwar eine Slime und den Villager. Und wir machen einfach zwei Ender Chest, aber da möchte ich dann. Was haben wir für Farben da? Komm, wir nehmen sogar dann Blau. Machen wir blau, blau, blau. Blau, blau, blau sind. Okay, lassen wir das. Ich werde das, glaube ich, gleich noch ein bisschen ästhetischer aufbauen. Ich wollte jetzt, glaube ich, echt nur noch eine Folge machen. Oder? Ah. Nee, wir machen noch ein paar, ein, zwei. Wir wollen ja vorankommen. Alter, irgendwie tut das ein bisschen in den Augen. Ist irgendwie ein bisschen komisch anzusehen. So. Jetzt.
Wir brauchen noch einen Nether Star und einen Notch Apple. Also, das ist noch schnell erledigt. Das habe ich übrigens gerade komplett vergessen. Ich glaube, der Nether Star war das Wichtigste, oder? Jo. Nether Stars haben wir jetzt so ein paar. Haben wir. Komm, wir machen nochmal gerade einen Advanced Item Collector. Damit wir den auch hinter uns haben. So, und jetzt. Oder haben wir noch einen Notch Apple? Natürlich nicht. Aber wir haben Goldblöcke und das sind Mengen. Gut, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und ich komme jetzt auch gleich zur größte Mysterium Dingen zu kirschen hier. So, erst einmal Notch Apple, Notch Apple, Nether Star, Nether Star. Okay, hier. Requires Player False und Ignore Spawn Requires True. So, wir machen hier den rein. Und hier den. Dann packen wir hier die Truhe hin, schön in die Mitte. Machen blau, blau, blau. Sollte leer sein. Da wollte ich den nicht haben. Der sollte schon oben drauf. Wir machen auf den Max-Radius. Da müssen wir mal gucken, dass wir mit der Erfahrung was machen. Haben wir schon eine Mobsoul bekommen? Nein. Ich werde aber sagen, dass wir die. Wollen wir die Lootbags wegwerfen? Das Einzige, was mich interessieren würde, wären die Chance-Teile. Hier die. Und die brauchen wir auch nur für die Infinity-Catalysten. Das ist auch nicht so wirklich viele. Wir machen mal hier vorsichtshalber gleich ein bisschen Müllsortierung. Wir bauen uns einen Import-Bus. Na. Sehr schön. Brauchen noch ein Kabel. Wobei ein Kabel brauchen wir gar nicht so sehr. Genau, den muss ich noch umfärben. Und der braucht auf jeden Fall Acceleration Cards. Uff. Ach du Scheiße, wir haben keinen Mana Infused mehr. Oh. Damit bleibt der Mehlcrafting einfach ein bisschen auf der Strecke. Sehr schön, haben wir denn schon eine Mobsoul bekommen? Natürlich nicht. So. Was? Wie? Ja, das mit der Erfahrung geht auf jeden Fall nicht klar. Und wir müssen hier das Dach fertig bauen. So,
Aber jetzt damit ich einmal aufkläre, warum wir das Ganze machen. Wir brauchen relativ bald diese Enticing Crystals. So, das ist gemacht mit einem Emerald und einem Villager. So, wofür brauchen wir die? Das brauchen wir für Vibrantium. Vibrantium wird gebraucht in einigen Rezepten. Und unter anderem auch für den Vibrantium-Block, logischerweise. Der Vibrantium-Block wird gebraucht fürs Extreme Crafting der Infinity Catalyst.